Wir sind hier auf der B312 in Eckartalfingen. Wir sind hier zu einem VU alarmiert worden mit eingeklemmter Person, mit 5 beteiligten Fahrzeugen in Fahrtrichtung Eichtal. Ist das Ganze passiert in der Höhe von der Shell-Tankstelle. Also wir sind eingetroffen mit unserem KDOW, da haben wir erstmal eine Sichtung gemacht, mal eine Lagebeurteilung, mit dem Feststellen, dass eine Person eingeklemmt ist und dass einige Verletzte an der Leitplanke gehockt sind, noch in den Fahrzeugen drin waren und haben dann die ersten Schritte eingeleitet. Es gab eine eingeklemmte Person im Fahrzeug, die musste mit technischen Hilfeleistungen gerettet werden, ansonsten alle anderen Verletzten konnten selbstständig aus den Fahrzeugen sich befreien. Also die Feuerwehr Eckartalfingen war mit 6 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Als Unterstützung war die Feuerwehr Eichtal noch da mit allen 3 Abteilungen. Die waren insgesamt 5 Fahrzeuge und 22 Mann. Die Polizei war noch vor Ort mit 5 Fahrzeugen und 10 Leuten sowie der Rettungsdienst. Den Rettungshubschrauber war da, 3 Notärzte und auch unsere eigene Ärztin von der Feuerwehr Eckartalfingen war zusätzlich da. Also wir warten jetzt auf die Polizei, dass die Unfallaufnahme voll abschließen und wir dann die Straße im Prinzip reinigen können, sodass der Verkehr wieder fließen kann.